Willkommen zur Lage der Nation. Heute zu einer Spezialausgabe, nämlich dem Interview mit Lorenz Marolt. Genau, wir sind ja, muss man sagen, noch auf Reisepause. Deswegen ist dies die erste Lage-Spezial-Pausenausgabe. In einer Woche kommt noch eine Lage-Spezial-Pausenausgabe und dann kommt wieder die reguläre Lage, so wie ihr sie kennt. Wir nehmen das jetzt hier auf am Freitag, dem 8. November. Und wir sind, mein Name ist Ulf Burmeier, ich bin Jurist aus Berlin und mir gegenüber sitzt Philipp Banse, ich bin Journalist und Podcaster, wie ihr hört. So, ganz genau. Aber jetzt bevor aber zum wir, Gast. Nee, den Gast stellen wir immer nach der. Ist das so? Ja, machen wir immer so. Wir sind völlig ungeübt in dieser Interviewsituation. Ne? Ja, wir machen das immer so. Wir machen das immer so. Aber mir gefällt das gut, wie das läuft. Okay, ja. Alles klar, läuft nach Plan. Ne? Sollen wir erst jetzt, machen wir erst die Pause oder was? Genau, aber bevor wir zu unserem Gast kommen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir gehen wieder auf Tour. Und zwar haben wir eine Lage live in Leipzig und in Köln geplant. Am 14. Dezember sind wir in Leipzig zu Gast, in Köln am 10. Januar. Und Tickets für beide Abende könnt ihr euch jetzt schon klicken unter lage.live. Lage.live, da gibt es die Tickets für beide Live-Shows. Wir freuen uns, mit euch zusammen zu podcasten, hinterher noch ein Kaltgetränk zu trinken und natürlich auch eure Hörerinnen und Hörerfragen zu beantworten, denn im Rahmen der Lage Live gibt es ja auch immer eine Fragestunde. Genau, und Bier trinken hinterher. Ganz wichtig. Oder Wein oder Wasser. Genau. Oder Mineralwasser, Sprudel. Oder Mineralwasser, Sprudel. Was immer es so gibt. Ganz wichtig. Und bevor wir jetzt aber einsteigen in unser Interview, haben wir noch einen kleinen Werbeblock. Werbung. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, wie die bekanntesten Marken und Unternehmen und Produkte zu dem wurden, was sie heute sind? Wondery, das große Podcast-Label aus den USA, das hat jetzt Kampf der Unternehmen in Deutschland in Deutsch an den Start gebracht. Den amerikanischen Hit-Podcast, der euch Insider-Stories über die denkwürdigsten Duelle zwischen Unternehmen erzählt. Denn millionenschwere Unternehmen von heute sind oft aus bescheidenen Anfängen und großen Ideen entstanden und ihr Weg nach oben war sehr oft kein Kinderspiel und dieser Konkurrenzkampf ist nichts für schwache Nerven. Kampf der Unternehmen taucht denn auch tief ein in einige der beachtlichsten Konflikte zwischen zwei der größten Unternehmen. In dieser Staffel erzählt der Podcast zum Beispiel einen der aufreibendsten Geschäftskriege aller Zeiten. Zwei Sportschuh-Giganten kämpfen nämlich seit über 50 Jahren um die globale Vormachtstellung. Der Swoosh und die drei Streifen sind auf der ganzen Welt bekannt. Richtig, in dieser Staffel geht es um Nike gegen Adidas. Kampf der Unternehmen findet ihr kostenlos auf Apple Podcasts, bei Spotify, bei AudioNow und in allen Apps, mit denen ihr Podcasts hört. Einfach Kampf der Unternehmen eingeben. Wir danken für die Unterstützung. Werbung. Ja, da sind wir wieder und begrüßen heute in unserer Runde ganz herzlich Lorenz Marolt. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Lorenz Marolt ist von seiner Ausbildung her Politikwissenschaftler und schon seit Ende seines Studiums auch als Journalist tätig. Seit 1994 ist er schon beim Tagesspiegel, das heißt 25 Jahre inzwischen und das in der überaus schnelllebigen Welt des Journalismus. Davon ist er jetzt schon 15 Jahre Chefredakteur dieser Berliner Zeitung und besonders bekannt allerdings ist er geworden als Erfinder und bis heute auch wesentlicher Autor des Checkpoint. Die Berlinerinnen und Berliner unter den Hörerinnen und Hörern werden es kennen. Das ist ein wochentäglicher Newsletter des Tagesspiegels. Der kommt immer morgens früh und begleitet viele Menschen in Berlin und Brandenburg in den Tag und auf dem Weg zur Arbeit. Die erste Frage muss natürlich sein, 15 Jahre Chefredakteur, wie geht das? Ja, indem man, glaube ich, ab und zu sich die Freiheit nimmt, was Neues zu machen in dem Unternehmen, in dem man arbeitet. Und der Checkpoint war so ein Ding, nicht entstanden etwa aus Langeweile, weil Langeweile habe ich noch nie verspürt in meinem Beruf, aber so aus der Neugier einfach mal was Neues auszuprobieren, um sich auch mal selber wieder einfach ein neues Ziel zu setzen. Genau, und das war so einer der Punkte, die ich auch im Laufe dieser 15 Jahre oder eigentlich dieser 25 Jahre beim Tagesspiegel immer wieder hatte. Habe auch das Glück, bei einem Unternehmen zu arbeiten, bei dem sowas geht. Und man so, nicht so wahnsinnig viel ständig für, sich für alles rechtfertigen muss, was man macht. Man kann mal ausprobieren. Ist ja auch ein bisschen bizarr, ne? Dass als Innovation, als journalistische Innovation ein Wahnsinn. Des Jahrhunderts ein eine E-Mail
Ein Newsletter. Irre. Irre. Ja. Also, unheard of. Seit wir die erste rausgeschickt haben, denke ich auch die ganze Zeit drüber nach, was können wir machen, wenn die E-Mail endgültig tot ist. Aber in der Tat war das so, als das losging mit dem Checkpoint, war E-Mail Werbung und Spam und Schrott und Nerv und eigentlich tot, muss man sagen, war damals so überhaupt nicht angesehen. Es gab aber ein paar Newsletter damals schon, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, Playbook beispielsweise von Politico, auch ziemlich erfolgreich waren in einer sehr spitzen Zielgruppe. Also es war jedenfalls ein Pferd, das man noch ein bisschen reiten konnte. Genau, es gab auch so kleinere Autoren, Autorinnen, die in ihrer Nische dann mit 3.000, 4.000, 5.000 Abonnenten, Abonnentinnen für $2, $3, $4 zu irgendeinem Spezialgebiet geschrieben haben und davon leben konnten, also als Journalisten. Und hat nicht auch Thomas Giegold ein Newsletter hier bei Augen geradeaus? Oder ist das nur ein Blog? Das weiß ich nicht genau. Ja, okay. Der Newsletter gab es ja dann viele, ja. Aber dann auch Geld dafür zu kassieren. Ne? Ihr kassiert jetzt ja auch Geld dafür. Genau, seit einem halben Jahr ungefähr, knappes halbes Jahr, haben wir jetzt zwei Fassungen, die kostenlose, etwas kürzere Fassung und eine Abo-Fassung mit allen Inhalten halt, mit allen Möglichkeiten auch der Interaktion, der Teilnahme, weil das ist ein Riesenbestandteil und der eigentliche Bringer auch bei dieser Art von Kommunikation, das ist halt das unmittelbare Feedback. Also ich habe eigentlich in meiner ganzen journalistischen Zeit niemals so viel Feedback, so direktes Feedback bekommen, wie eben über diese Möglichkeit des E-Mailens. Das ist schon ganz interessant. Die Leute klicken halt drauf und schicken mir eine Info oder eine Frage oder beschweren sich oder bedanken sich. Wir können die einladen auf eine ganz andere Art und Weise und machen das auch ständig. Das ist schon ein Riesenvorteil. Wie viele Abonnenten habt ihr? Wie viel davon zahlen? Also wir haben auf jeden Fall über 100.000 Nutzer. Mit einer ziemlich gigantischen Öffnungsrate. Wir haben ja eben im Vorfeld auch ein bisschen über eure Abrufe gesprochen. Es gibt verschiedene Art und Weisen, das zu zählen. Nach allen Benchmarks und allen auch unseren Erwartungen weit über das hinaus, was wir dachten. Das Interessante ist bei dem Thema Abo, Bezahl-Abo, haben sehr, sehr viele Menschen am Anfang das abonniert, weil sie es einfach toll finden und finden, dass für Journalismus auch was bezahlt werden darf. Mhm. Das heißt, wir kommen auch glücklicherweise in eine Phase rein, wo das Unterstützen von unabhängigem Journalismus, der einem Spaß macht, den Leuten auch tatsächlich was wert ist. Und die Leute, die sagen, wieso, es gibt's doch alles überall umsonst, das endet so langsam. Das heißt, wir haben also mit unserem täglichen Möglichkeiten zu checken, wen haben wir denn neu, kann man genau sehen, die Ansprache unterstützt unabhängigen, guten Journalismus, funktioniert viel besser, wie wir haben noch ein Gewinnspiel für euch. Aber wie viel sind es denn nun, die Zahlen? Habe ja gesagt, wir haben über 100.000. Die Zahlen? Nein, das sind immer weniger, aber die erreichen wir noch. Aber wie viel Zahlen denn? Zahlen gebe ich jetzt nicht raus, genaue. Er verändert sich auch. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine Zahl sage, bis ihr das sendet, hat die sich schon wieder. Man hätte aber einen Ballpark, wie man das so sagt. Also der Philipp also ist da ja, heiß. Bitte? Philipp ist da immer ganz heiß drauf. Ja, also, er kriegt die Zahl exklusiv, wenn wir damit rausgehen. Na gut, aber das erleben wir ja auch bei der Lage der Nation, dass es halt einfach eine große Bereitschaft gibt, im Grunde ein Abo abzuschließen, vor allem auch aus Solidarität mit dem Podcast. Ne? Natürlich bieten wir unser Abo-Modell ja an mit dem Argument, dass dann die Lage werbefrei ist, das ist, glaube ich, bei euch auch so. Ne? Der Checkpoint ist ein bisschen länger in der Werbe, in der Abo-Version und werbefrei. Ne? Nee. Das eben nicht. Also da habe ich mich gegen entschieden. Okay. Weil Werbung läuft auch im Checkpoint sehr, sehr gut. Mhm. Und die Zahl der Menschen, die sich über Werbung beschweren, es gibt welche, die tun das, aber die ist nicht so wahnsinnig groß. Das einzige Problem ist, da wir, wenn wir viel Werbung haben, der Checkpoint sehr, sehr lang wird. Da kommt man unter Umständen an eine Grenze, aber ich glaube, die ist noch nicht wirklich erreicht. Wir haben auch darauf geachtet oder ich achte darauf, dass ich da wirklich nur Werbung auch drin habe, die irgendwie zum Produkt passt. Mhm. Also eine Schnitzelanzeige mit Hackfleisch vom Supermarkt wird man da morgens nicht finden, sondern wir sprechen gezielt mögliche Kunden auch an, wo wir sagen, das passt einfach zum Image und auch zum Morgengefühl, was man ja hat. Aber das ist doch ein ganz interessanter Aspekt, den haben wir gar nicht aufgeschrieben, aber jetzt, wo du es erwähnst, wie stellt ihr denn da die Unabhängigkeit, die Trennung von Redaktion und Werbung sicher? Weil diese Frage, mit der sehen wir uns auch konfrontiert. Das habe ich mir gerade auch gefragt, als du die Werbung eingelesen hast. Genau, also das ist ein Kritikpunkt, den wir kriegen. Ja, wir trennen das, wir haben so eine Agentur, die macht das für uns, aber ich lese es halt vor. Aber wir sagen, naja, wir suchen uns halt nicht aus. Wir haben so ein paar Sachen auf der schwarzen Liste, das machen wir nicht, aber alles andere macht halt die Agentur. Wir haben nichts damit zu tun, wir wissen nicht, mit wem wir reden und wir kriegen das geliefert und fertig. Wie ist das bei euch? Eigentlich ist es ganz einfach. Es gibt zwei Kriterien. Das eine ist, die Werbung muss erkennbar sein. Und die Redaktion darf sich von Werbung nicht beeinflussen lassen. Punkt, aus Feierabend. Das garantieren wir. Und das kann man auch jeden Tag lesen. Also
In Checkpoint sind wir relativ kritisch, was Immobilieninvestoren zum Beispiel betrifft, ja, weil wir schon einiges kritikwürdig finden, wie diese Stimmung in der Stadt und wie auch die Temperatur in dieser Stadt auf dem Mietmarkt nach oben gejazzt wurde. Und natürlich haben wir trotzdem Anzeigen von Immobilienentwicklern drin. Jetzt gibt es einen Teil der Leser, die immer sagen, wie könnt ihr denn von diesen Menschen Anzeigen gucken? Und dann sage ich irgendwie, genauso wenig, wie die Einfluss auf erkennbar auf unsere Arbeit haben, genauso wenig nehme ich Einfluss darauf, was die jetzt in ihren Anzeigen machen. Ich wähle aus, was politische Anzeigen betrifft, da habe ich eine ganz klare Grenze. In Checkpoint, wie auch im ganzen Tagesspiegel, wird niemals eine Anzeige der AfD erscheinen. Keine Geschäftsbeziehungen mit rassistischen Parteien. Das ist völlig klar. Ansonsten habe ich noch ästhetische Kriterien, die ich anwende. Das heißt also, das ist ein Morgen-Newsletter. Der soll auch ein bestimmtes Morgengefühl transportieren. Das heißt, bestimmte Art von Anzeigen passen einfach nicht zu diesem Gefühl. Also blinkende Grafiken zum Beispiel. Würde ich ja, oder blutendes Fleisch, um es klar zu sagen. Da würde ich dann sagen, wir haben noch andere Möglichkeiten im Bereich des Tagesspiegels, diese Anzeige passender und besser zu schalten, aber bitte nicht im Checkpoint. Mhm. Vielleicht noch so zwei, drei Fragen einfach zu deinem Tagesablauf, weil ich mal davon ausgehe, die wenigsten Hörerinnen und Hörer von uns haben eine Vorstellung davon, wie arbeitet eigentlich ein Chefredakteur? Das glaubt wahrscheinlich auch keiner von euren Hörerinnen und Hörern, aber es ist in der Tat so, dass die Autorinnen und Autoren, wir haben inzwischen ja einen kleinen Pool. Ich schreibe den Checkpoint im Moment 2-3 Mal die Woche noch, manchmal 4, manchmal 2. Das ist ja, ich habe ja noch einen anderen Job als Chefredakteur und die meiste Arbeit passiert nachts, ja, weil wir tatsächlich den Anspruch haben, exklusiv zu sein in vielen Dingen. Alles zu scannen, was am frühen Morgen auch von den Kolleginnen und Kollegen der Konkurrenzmedien auf dem Markt ist, dass wir auch versuchen, immer Originelles reinzubringen, schreibt die New York Times was über Berlin, findet was garantiert im Checkpoint statt. Also mein Arbeitsablauf ist so, dass ich zwischen 3 und 5 Uhr morgens fertig werde. Really? Und dann ein paar Stunden schlafe. Ja, das ist halt ein komplett eigenständiges, vollständiges Produkt, das mehr als einen Arbeitstag Arbeit erfordert, herzustellen. Aber was ist denn dann noch wichtiger? Also ist es der Checkpoint mittlerweile das Hauptprodukt? Als, ich meine, ihr druckt ja auch noch so ein Ding, ne? Wie heißt es? Also wirtschaftlich ist der Checkpoint höchst erfreulich, aber natürlich nicht das Hauptprodukt. Das Hauptprodukt im Kern ist das, was wir unter der Marke Tagesspiegel als Zeitung gedruckt, als E-Paper und mit unserem digitalen Auftritt machen. Das ist schon klar. Aber klar ist auch, dass wir mit dem Checkpoint Menschen erreichen, die wir mit dem Tagesspiegel eben überhaupt nicht mehr erreichen. Und insofern ist es eine perfekte Ergänzung, die sich auch noch wirtschaftlich wunderbar trägt. Und wie groß ist die Schnittmenge? Also der Checkpoint besteht ja, also der steht ja für sich. Man kann den für sich lesen und dann archivieren oder löschen. Und man kann aber auch auf Links klicken und Artikel dann im Tagesspiegel lesen, auf die verwiesen wird, wo ausführlich darüber geredet wird. Wie groß ist der Effekt dieser Werbewirkung für den Tagesspiegel in der Online-Ausgabe? Wie viele Leute klicken darauf und lesen nochmal nach? Also das Draufklicken ist ja das eine. Also die bisher noch im Tagesspiegel frei verfügbaren Texte, das wird sich im nächsten Jahr auch ändern, wenn wir T-Plus einführen, wenn wir auch eine Paywall haben für die digitalen Texte. Bisher sind die alle frei. Messbar vor allem und sehr, sehr positiv ist, wenn ich, was ich sehr selten gemacht habe, tatsächlich mal Werbung für den Tagesspiegel gemacht habe. Ich habe von Anfang an gesagt, das Ding kann nur funktionieren, wenn es nicht eine Werbeabspielplattform für den Tagesspiegel wird, weil dann ist es Werbung, dann ist es genauso tot wie die ganzen anderen Spam-Dinger. Es muss einen eigenen Wert haben. Es muss einen eigenen Wert haben. Das heißt, ich zitiere ja auch aus der Berliner Zeitung, aus der Morgenpost, aus der Taz, was auch immer. Und messen kann man es, ich habe 3-4 Mal im Laufe der letzten 5 Jahre, den Checkpoint gibt es am 24. November seit 5 Jahren genau. In der Zeit habe ich es einmal im Jahr, maximal 2 Mal im Jahr gemacht, die Leute gezielt angesprochen, habe gesagt, liebe Leserinnen, liebe Leser, Ihnen gefällt der Checkpoint, wie einige von Ihnen wissen, habe ich noch einen zweiten Beruf. Falls Sie den Tagesspiegel gar nicht kennen oder lange nicht mehr reingesehen haben, versuchen Sie es mal, die besten Konversionsquoten, die wir je hatten auf so einer Aktion. Und durch so eine persönliche Ansprache. Durch die persönliche Ansprache. Es kostet halt nichts. Ja. Das ist halt der Riesenvorteil. Am Anfang war ja die Befürchtung, der Newsletter kannibalisiert die Zeitung. Ja, auch im Verlag. Also das ist doch viel zu lang. Wer will denn dann noch die Zeitung lesen? Der Effekt ist wirklich, genau umgedreht.
dass es wirklich wieder neugierig macht auf Journalismus auch. Und ich kenne keine Menschen, die die Zeitung deswegen abbestellt haben, weil es den Checkpoint gibt. Mhm. Vielleicht nochmal zu den verschiedenen Medienformen. Der Tagesspiegel hat ja neben der gedruckten Zeitung und dem Checkpoint und jetzt einer ganzen Reihe von quasi Lokal-Checkpoints für die Berliner Bezirke auch noch einen Podcast im Angebot. Welche Rolle spielt denn der so in der Redaktionsarbeit und auch zum Beispiel für das Image des Tagesspiegels? Die Frage kommt genau zur rechten Zeit, weil wir gerade intensiv auch heute und gestern an den Checkpoint-Podcasts gearbeitet haben, die wir im nächsten Jahr starten. Mhm. Wir haben im Moment einen, der heißt 5 Minuten Berlin. Mhm. Und das ist in der Tat ein Podcast, das unser Experimentier-Podcast, was Berlin betrifft, der mit dem Checkpoint nichts zu tun hat bis jetzt, sondern der jeden Tag ein bis zwei Themen aus der Stadt aufgreift mit kleinen Interviews und kleinen Infos, auch mit einer kleinen Vorschau auf das, was macht der Tagesspiegel am nächsten Tag in der Zeitung bringt. Aber die Podcasts, die wir für den Checkpoint machen, werden ganz anders sein und die haben auch dann noch einen ganz anderen Anspruch als der, den wir jetzt machen, der tatsächlich ja für die Leserinnen und Leser auch ist, so ein bisschen sich einzustimmen. Welche Bedeutung haben denn so Podcasts für die politische Kommunikation in Deutschland? Das war ja lange, sagen wir mal, Massenmedien gestützt, ja, Zeitung gelesen, gedruckt, dann irgendwie online, okay, Fernsehen, ein bisschen Radio, Deutschlandfunk, so in deiner Wahrnehmung, welche Rolle spielen Podcasts für die öffentliche Debatte? Naja, dass die eine zunehmend wichtige Rolle spielen, das wisst ihr ja besser als ich. Und das ist so unsere Perspektive. Aber die Hörer fragen natürlich immer, wie werdet ihr denn so wahrgenommen? Und ehrlich gesagt wissen wir das gar nicht. Und es geht ja jetzt auch nicht um uns, sondern Du hast nach meiner Wahrnehmung ja gefragt. Und in der Tat, man sieht es ja beispielsweise, was Gabor Steingart macht mit seinem Media Pioneer, mit immer mehr Podcasts, auch sehr viel Audio, die interessante Leute auch abgeworben haben für die Company, weil es einfach unglaublich wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Ja, also Podcast war so eine Spartengeschichte. Und ich erlebe das ähnlich wie mit dem Checkpoint. Ja, wer soll denn das alles lesen? Wer braucht denn das? Und wann soll man das denn tun? Und so weiter und so fort. Das war beim Podcast ganz genauso. Wer soll sich denn hinsetzen und eine Stunde das hören? Nee, die Leute hören es wie verrückt und sie hören es zu jeder möglichen Gelegenheit. Als ich zu euch gekommen bin, habe ich natürlich auch einen Kopfhörer aufgehabt. Und das war am Anfang nicht politisch, aber das nimmt rapide zu. Hm. Und man merkt es auch, dass Politiker sehr viel mehr bereit sind zu sagen, für einen Podcast komme ich, machen. Nee. Das war irgendwie vor 2-3 Jahren nicht so der Fall. Das ist deutlich gewachsen. Ja, unser anderer Podcast jetzt in dieser Reisepause ist ja auch ein Interview mit einem Mitglied des Deutschen Bundestages. Und das war nicht besonders schwierig, das einzutüten. Ne? Ich hatte den Eindruck, der hat sich gefreut über die Einladung. Wir haben sogar eine Ministerin abgesagt, die dann irgendwie noch wollte. Also da war schon auch das Feedback so, ja, hätte man machen können. Wer wollte denn? Kann man das sagen? Ich glaube, das wäre unfair. Also ja, wir werden angefragt und war ein bisschen Missverständnis, lag letztlich an uns, dass es, glaube ich, nicht geklappt hat. Aber vielleicht machen wir das ja. Aber das kann man sicherlich nochmal machen. Also die Bereitschaft war da. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem zweiten Blog, den wir uns ein bisschen aufgeschrieben hatten. Der Tagesspiegel ist ja eine der beiden großen Zeitungen aus Berlin, hat auch einen umfangreichen Lokalteil, der in Berlin zugleich, weil es ja ein Stadtstaat ist, ein Landesteil ist. Es gibt inzwischen, das haben wir gerade schon angesprochen, sogar Kiez Newsletter, also es gibt den Checkpoint quasi in Lokalausgaben für verschiedene Ecken Berlins. Zugleich bekommt ja die Berliner Verwaltung, sowohl in der gedruckten Zeitung als auch im Checkpoint, sehr oft ihr Fett weg. Deswegen zunächst mal ganz allgemein die Frage, was ist hier kaputt in Berlin und was kann man machen? Ja, wie viel Zeit haben wir denn jetzt? Naja. Aber das ist ja Berlin dann wirklich. Aber wo brennt es denn besonders? Genau. Man kann natürlich jetzt nicht jedes Detail, aber so aus deiner Vogelperspektive auf die Stadt geschaut, was würdest du denken? Das fragen sich die Leute ja von außen schon. Ja. Also, genau, was ist da kaputt in Berlin, fragt man sich. Also ich habe das ja relativ früh auf den Punkt gebracht, organisierte Unzuständigkeit. Ja, das heißt also, man kann sehr oft nachvollziehen, Schritt für Schritt, warum was nicht funktioniert. Also beispielsweise der Bau einer Ampel ist teilweise über Jahre mit der Verwaltung verzögert, dadurch, dass es 14 Verwaltungsschritte gibt dafür. Ja. Das heißt, also einer entscheidet das, wir brauchen an dieser Stelle eine Ampel, weil es ist gefährlich. Dann kann das 3-4 Jahre dauern, bis das Ding durch ist, weil es so viele Stellen gibt, die
dazu befragt werden müssen, die da eine Entscheidung zu geben müssen. Das ist, glaube ich, in anderen Kommunen etwas leichter. Nun kann man natürlich immer sagen, die Struktur ist schlecht. Das gilt wahrscheinlich für jede Organisation, die kann man immer verbessern. Dadurch, dass wir jetzt aber auch auf Bezirksebene eigentlich relativ mächtige Strukturen haben, aber gleichzeitig wiederum finanziell auch komplett ohnmächtige. Das heißt, da muss immer gemauschelt werden, wo man mit dem Etat hin kann. Es gibt kein politisches Bezirksamt in dem Sinne. Das heißt, die Stadträte werden also auch nach Proporz aufgestellt. Das macht die Sache wahnsinnig kompliziert in der Abstimmung. Aber beschreib doch mal die Rolle der Bezirke, weil das ist, glaube ich, was Berlin als Kommune massiv unterscheidet von anderen Kommunen in Deutschland. Es hat kein Bezirk wirklich einen Vorteil davon, besser zu sein als der andere. Das heißt also, man belauert sich und guckt auch mal, machen die was? Nee, machen wir nicht. Also das Beispiel Ordnungsämter beispielsweise. Also die Frage, wie gehen wir tatsächlich mit dem Thema Müllentsorgung um oder wie gehen wir auch auf den Bürgerämtern mit dem Thema um Anmelden, Ummelden einer Wohnung, eines Ausstellung, eines Personalausweises. Da gibt es eine gesetzliche Frist, die den Bürgern auferlegt, innerhalb von 14 Tagen seine Wohnung umzumelden. Aber es gibt keine Möglichkeit, online einen Termin zu buchen, der innerhalb dieser Frist liegt. Und das seit Jahren. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Bezirke zum Teil Geld zur Verfügung gestellt kriegen vom Land, vom Senat, das zu verbessern, aber gleichzeitig ganz andere Probleme haben, die noch viel drängender sind. Das heißt, die haben vielleicht ein Kita-Problem und müssen das dringend lösen. Dann wandert das Geld ja wieder ab. Es kommt dazu, dass in Berlin unfassbar viele Stellen zurzeit frei sind, die gar nicht besetzt werden können, selbst wenn das Geld zur Verfügung steht. Das liegt einfach auch daran, dass das Image des öffentlichen Dienstes in Berlin total runtergerockt worden ist, dass es keine wirkliche Perspektive für die Leute gibt, dass teilweise auch schlecht bezahlt wird. Also das ist ein massives Problem. Offene Stellen werden in der Stadt im Moment nicht besetzt. Was auch daran liegt, dass von außen Menschen nicht so wahnsinnig gerne mehr nach Berlin kommen wie noch vor 10 Jahren, wo sie gesagt haben, das ist ja toll, was sich hier alles tut. Berlin ist normaler geworden, damit auch teurer geworden. Bietet vielleicht für den einen oder anderen gar nicht mehr so diese Perspektive der Freiheit. Und dann sagt sich so mancher, auch mancher Lehrer zum Beispiel, dann gehe ich lieber nach Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, da werde ich besser behandelt. Also in den Schulen ist es ja ein gravierendes Problem. Aber nochmal, um auf dieses Stichwort der organisierten Unzuständigkeit zurückzukommen, würdest du sagen, das eigentliche Problem ist diese unklare Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen, also Bezirken und Senatsverwaltung? Ja, das ist, glaube ich, auch unstrittig. Wie sieht denn die aus? Weil das muss man mal beschreiben, wie das konkret aussieht. Schulbau oder Straßenbau oder Radwegebau. Radwege ist ein super Beispiel dafür. Ja. Hatten wir ja gerade hier Oberbaumbrücke, ne? Ja. Also Oberbaumbrücke ist natürlich, das ist mal wieder so ein klassisches Beispiel für Berlin, wo man einfach nur schreiend davon rennen kann. Also da ist vor allen Dingen passiert, dass die Verkehrsverwaltung sich mal wieder loben lassen wollte dafür, dass sie ihren Verkehrswegeplan, ihren Radwegeplan so toll umsetzen im Zusammenhang mit dem Mobilitätsgesetz. Und das, was auf den ersten Blick jedem, der sich auch nur 5 Minuten damit beschäftigt hat, auffällt, nämlich dass dieser Radstreifen, der da aufgepinselt wurde, diesem Gesetz nicht entspricht, ist irgendwie der Verwaltung nicht aufgefallen. Mit anderen Worten, da ist eine Brücke saniert worden, dann hat man neue Markierungen auf die Straße gemalt und der Fahrradweg war zu schmal. Also da sind wir hingegangen, Checkpoint ist hingegangen, hat den Zollstock ausgepackt und festgestellt, das Ding ist nicht nur erkennbar, sondern tatsächlich auch messbar zu klein. Und auf der anderen Seite haben sie 2 Autospuren zu 1,5 Autospuren gemacht, was natürlich dazu führt, dass das halbe Auto immer auf den Radweg ausweicht. Also das sind so Sachen, wo man sich wirklich an die Birne packt und einfach feststellt, es wird wahnsinnig viel gequatscht darüber, was man alles Tolles macht, aber die Umsetzung bis zum Schluss, die wird nicht wirklich verfolgt. Und da ist dann einfach ein Riesenproblem. Oft sind es auch so, dass es unterschiedliche Interessen gibt zwischen den Bezirken und der Landesregierung. Der eine Bezirk ist konservativer gewirkt, nehmen wir Reinickendorf beispielsweise, der andere ist ein bisschen revolutionärer gewirkt, nehmen wir Kreuzberg, wo Florian Schmidt ein Mensch, der einfach macht. Und ja, der Baustadtrat hier. Der Baustadtrat, ja. Der Baustadtrat hier von den Grünen, der also auch Beschlüsse der eigenen BVV missachtet und Bezirksverordnetenversammlung, blöd, ne, genau. Ich mach das halt anders. Und ich kann dem sogar eine gewisse, ich habe eine gewisse Sympathie dafür, auch wenn mir das nicht immer alles gefällt, was der macht, aber der macht wenigstens was, an dem man sich reiben kann und wartet nicht ab, bis nach 1,5 Jahren alle Entscheidungen irgendwie abgesegnet werden. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, wie das beziehungsweise nicht funktioniert. Wenn eine Landesregierung beschließt, wir wollen x Fahrradwege bauen, und die sind so und so breit. Und die sind so und so breit und die sollen so und so viele Kilometer bis dann und dann. Warum klappt das in Berlin nicht? Wo ist da der Weg,
wo man sagt, da versickert es. Da sagt einer, mach, und der, dem man das sagt, mach, macht sagt nicht. Ja, mach, ja. Macht aber nicht. Warum? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass durch diese Instanzen die Kontrolle auch nicht richtig funktioniert. Das heißt, der eine übergibt es dem Nächsten. Ein schönes Beispiel, ich hatte eben das Ordnungsamt ja schon mal erwähnt. Jetzt haben wir online die Möglichkeit, in der Digitalhauptstadt, Welthauptstadt Berlin, zu melden, wenn irgendwo auf der Straße Sperrmüll abgestellt wurde. Die erste Stelle, die das bekommt, macht ihren Haken mit der Bemerkung erledigt, wirklich wörtlich erledigt dran, wenn sie das Problem an die nächste Stelle weitergereicht hat. Das heißt, für dieses eine Amt ist das Problem erledigt. Aber es ist das Problem damit nicht erledigt, sondern nur für Sie. Sie haben es vom Schreibtisch runter. Das heißt, es gibt kein Projektmanagement. Es gibt kein richtiges Management. Die Kette geht halt immer weiter. So, das heißt, man ist der Willkür und dem Zufall doch relativ breit und großflächig. Aber du hattest ja eben gerade angefangen mit diesem Beispiel Oberbahnbrücke als Beispiel, wie das mit der Kompetenzverteilung und der Zuständigkeit nicht vernünftig funktioniert. Kannst du das nochmal als Beispiel erwähnen? Oder wenn das ein gutes Beispiel ist? Ein gutes Beispiel, ja. Genau. Ja. Naja, Fahrrad ist deswegen ein gutes Beispiel, weil es ein sehr, sehr großes Paket ist, was da aufgemacht wurde. Berlin will gerne auch Fahrradhauptstadt sein, misst sich mit kleineren Städten wie Kopenhagen beispielsweise, wo Sachen natürlich viel, viel schneller gehen. Wenn man das durchrechnet, und wir haben das jetzt die Tage auch mal wieder gemacht, wann der Plan umgesetzt ist mit den Radwegen in Berlin, da bin ich, wenn nicht tot, längst in Rente. Ja? Das heißt also, da kann man auf den ersten Blick erkennen, wenn wir in dem Tempo weitermachen, kann man sich auch das ganze Mobilitätsgesetz sparen. Also ich habe jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein paar Meter neu gebauten Radweg gesehen. Ich sehe auch ständig. Ja, bei der Meter Bundesdruckerei, ne? Vor der Tür gibt es eine große Baustelle. Aber gut, ja. Aber warum, also ich habe immer noch, also mir leuchtet das nicht ein. Ich meine, auch andere Kommunen haben doch Behörden. Auch andere Kommunen haben Probleme, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, es ist ja nicht so, als ob Berlin die einzige Stadt ist, in der nichts funktioniert. Berlin hat halt eine zweistufige Verwaltung. Das ist ein generelles Problem. Es ist auch ein Problem der Größe der Stadt. Das braucht man in Hamburg nicht. Hamburg kann man irgendwie mit der Million irgendwie leichter regieren. In Berlin ist es gewachsen. Und es gibt ja auch eine Verwaltungsreformkommission, die sich genau mit diesen Problemen beschäftigt, die versucht, diese Wege einfach etwas stringenter hinzubekommen. Versuchen wir es mal ein bisschen konstruktiver zu formulieren. Denkst du, eine klarere Aufgabenverteilung zwischen Bezirken und Land wäre sinnvoll, dass man einfach sagt, für Thema X sind ausschließlich die Bezirke zuständig, Ende Gelände. Aber dann bräuchten sie doch Geld dafür, das ist doch immer. Ja klar, da muss man natürlich, über das Geld dann. Das kann man ja regeln, das kann man ja regeln über den Haushalt. Das würde für das Land bedeuten, dass das Land eine gewisse Autorität und Autonomie abgeben muss. Mhm. Ja, das heißt, man würde auch in Kauf nehmen, dass Berlin unter Umständen auch in verschiedene Teile mehr zerfällt, als das heute der Fall ist. Wenn jeder Bezirk entscheidende Sachen für sich regeln kann, könnte das dazu führen, beispielsweise, dass in Rheinecken überhaupt keine Radwege gebaut werden und Kreuzberg nur noch Radwege gebaut werden. Daraus lässt sich halt auch keine Politik machen. Das aber in die Waage zu bekommen, ist nicht trivial. Also meine Rede ist ja nicht, die sind alle doof, sondern eher, das Problem ist so groß, dass sich keiner wirklich rantraut, zu sagen, wir schaffen es, das zu lösen. Ich meine, die denken daran irgendwie, ich bin jetzt 5 Jahre gewählt, nach mir die Sintflut, das schaffe ich sowieso nicht. Das heißt, jeder verwaltet nur, weil selbst den Menschen, die Verantwortung tragen, die Perspektive fehlt. Also damit würde man auch wieder sagen, die haben keine Leidenschaft für ihre Arbeit und ihre Politik. Das würde ich auch vielen nicht in Abrede stellen. Ich kenne viele Politiker, die engagiert arbeiten, aber selber verzweifeln. Die Bürgermeisterin von Kreuzberg, Monika Herrmann, eine wirklich engagierte Frau. Wenn die twittert, dann denkt man immer, das ist auch nur eine Bürgerin. Ja, sie hat auf viele Sachen einfach keinen Einfluss. Sie kann nicht mal ihre Stadträte tatsächlich an die Kandare nehmen. Sie ist nicht verantwortlich für ihre Stadträte. Ja. Das heißt also, die Einflussmöglichkeiten sind so breit verteilt, dass eine oder eine Stelle wenig Einfluss darauf hat, was am Ende rauskommt. Und das ist historisch bedingt oder woher kommt das? Auch sehr, sehr historisch bedingt, natürlich. Ich meine, Berlin ist zusammengestöpselt auf vielfältige Art und Weise. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das alles nur schlecht ist, weil das hat natürlich auch etwas von Selbstverwaltung zu tun. Das heißt, die Möglichkeiten für kleine Zellen, das, was für sie wichtig ist zu tun, sind natürlich auch größer als anderswo. Auf der anderen Seite
besteht da die Gefahr drin, und da sehe ich im Moment für Berlin eine große Gefahr, mit sich selbst zufrieden zu sein. Das heißt, Berlin lebt ja von dem Ruf, weltoffen zu sein, willkommen, Leute willkommen zu heißen. Ich erlebe aber zurzeit, dass so eine Abschottung stattfindet, und das wird durch solche Strukturen auch eher noch begünstigt. Und vielleicht auch so ein ganz merkwürdiger Spin, der da manchmal reinkommt, der so vielleicht anknüpft an das bekannte Zitat von Klaus Wowereit, arm, aber sexy, ne? Und mit arm wird dann manchmal eben auch assoziiert, ja, und es klappt halt nicht alles so richtig. Und es ist halt alles so ein bisschen trashig, aber das ist ja irgendwie auch cool. Ja, klug und reich wäre schöner, hat gestern der Volksbundesintendant gesagt. Berlin ist ja nicht mehr arm. Das ist, Berlin hat mehr Geld im Moment, als es ausgeben kann, trotz der Steuerschätzung, die das so ein bisschen gedämpft haben. Aber wir haben tatsächlich das Problem, bauen wird nicht wirklich umgesetzt. So, und zwar, was den Schulbau betrifft, aber vor allen Dingen auch, was den Wohnungsbau betrifft. Jetzt kann man sagen, die Bausenatorin ist schuld, die baut einfach zu wenig. Aber natürlich sagt die Bausenatorin, es werden zu wenig Bauanträge gestellt, und die Bezirke sind zu langsam mit der Bereitstellung von Flächen. Bebauungsplanverfahren ist zu kompliziert. Das findet also jeder immer jemanden, dem man das in die Schuhe schieben kann. Mietendeckel ist auch ein wunderbares Beispiel. Jetzt geht die ganze Wirtschaft, dreht durch, läuft Amok, weil es einen Mietendeckel gibt. So, völlig klar ist, es musste was geregelt werden, und das ist auch nichts Ungewöhnliches, dass auf dem Mietenmarkt was geregelt wird. Was behauptet die Wirtschaft? Die Handwerker werden arbeitslos. Jeder Berliner rollt sich vor Lachen auf dem Flur. Versuch mal in Berlin Elektriker zu kriegen. Wenn jetzt wegen dem Mietendeckel der Elektriker mal Zeit für mich hat, sage ich Dankeschön. Aber findest du denn, ich meine, der Mietendeckel, denn ist ja nochmal ein großes Thema, aber trotzdem deine Auffassung dann nochmal zu. Wird das denn funktionieren oder verhindert das den Neubau? Es hat jede Regelung auf dem Mietenmarkt immer schon, auch in Berlin, heftige Nebenwirkungen gehabt. Ich habe die 80er Jahre hier erlebt in einer ähnlichen Situation mit riesen Wohnungsmangel auf einem relativ niedrigen Preisniveau, zugegebenermaßen. Aber wenn man eine Wohnung haben wollte, musste man irrsinnige Summen an Abfindungen bezahlen, an Ablösung bezahlen für irgendwelche Schrotteinrichtungen. Ja? Und das wird wiederkommen. Also diese Nebengeschäfte, die Mieten werden insgesamt dadurch gedeckelt, und ich halte das im Prinzip auch für richtig. Gerade was das Thema Angebotsmieten betrifft, es ist ja kaum ein normaler Mensch in der Lage, in Berlin seine Wohnung zu wechseln, weil man einfach Angebote kriegt, die man nicht mehr, die viele Leute einfach nicht mehr bezahlen können. Dieses Problem muss man politisch lösen, das ist völlig klar. Andere Probleme werden durch diese Art des Mietendeckels neu entstehen. Ich glaube nicht, dass das was zu tun hat mit dem Neubau. Das wird ja auch oft argumentiert. Der Neubau ist ein echtes Problem in Berlin. Wir brauchen deutlich mehr Wohnungen, und das weiß im Grunde genommen auch jeder. Wir brauchen Wohnungen, die bezahlbar sind, wie es so schön heißt. Jeder weiß, dass heute Wohnungen zu bauen viel teurer ist, als es vor 10, 15 Jahren der Fall war. Auch wegen der neuen Anforderungen, was das Klimatechnik betrifft beispielsweise, die sind eben nicht mehr für die Preise von damals dann später auf dem Mietmarkt anzubieten. Ich glaube, dass die Politik wieder mehr dahin gehen muss, die Mieter zu unterstützen, die einfach zu viel Miete bezahlen. Das heißt also Mietgeld und solche Geschichten, das wird alles wiederkommen, glaube ich. Aber vielleicht doch noch einmal eine Frage zur Mitverantwortung der Verwaltung. Was könnte denn das Land oder was könnten die Bezirke tun, um den Neubau tatsächlich anzukurbeln? Gibt es da noch Spielräume? Also ich denke zum Beispiel an sowas wie Nachverdichtung. Es gibt ja gerade in Berlin, wo eben im Zweiten Weltkrieg auch sehr viele Gebäude zerstört worden sind, ganz viele Lückenschlüsse. Ja, also teilweise sind Spielplätze auf diesen Brachen entstanden, da will natürlich keiner ran, aber es gibt natürlich auch Flächen, die ausgebombt waren und die dann unternutzt sind. Da steht dann vielleicht ein eingestöckiger Bau aus den 50ern, wo irgendwie ein kleiner Supermarkt drin ist, könnte man ja auch mal abreißen und durch ein sechsstöckiges Wohngebäude ersetzen, wo dann vielleicht im Erdgeschoss noch ein Supermarkt ist. Kann das Land das tun? Kann das Land da mehr machen, damit sowas passiert? Ja, wie du gerade sagst, könnte man. Wer ist das jeweils? Wem gehört das Grundstück? Wem gehört das Gebäude, was da draufsteht? Das muss man sich schon immer nochmal im Einzelfall anschauen. Aber ich glaube grundsätzlich, die Berliner, die schon da sind, haben kein großes Interesse an Nachverdichtung. Ja, die da sind, wollen in Ruhe gelassen werden. So. Und diese Stimmung wird natürlich dadurch angeheizt, dass, ich sag mal so, dieses Not in my backyard Thema durchaus auch politisch geführt wird. Und bewusst gesagt wird, wir wollen ja gar nicht so viel neue
Menschen in dieser Stadt, weil wir haben ja gar nicht so viel Schulen, was stimmt. Wir müssten dann neue Schulen auch noch bauen, nicht nur neue Wohnungen. Ist alles zu kompliziert, lass uns mal lieber unter uns bleiben. Mhm. Das kann man in Maßen steuern, natürlich, aber man kann es natürlich nicht verhindern, dass Menschen in die Stadt ziehen. Das Problem löst man dadurch natürlich. Nee, im Gegenteil, im Grunde verschärft sich dadurch ja nur die Wohnungskrise, ne? Denn wir haben ja einen Nettozuzug so zwischen 30.000 und 40.000 Menschen. Ja, das hat nachgelassen. Also wir haben ja, das ist ganz interessant, in diesem Jahr nur noch 0,2% Wachstum gehabt, netto, also nach Abzug der Wegzüge. 0,2% ist die Bevölkerung nur noch gewachsen in diesem Jahr jetzt, seit Anfang des Jahres. Das heißt, es ist eigentlich zum Erliegen gekommen. Mhm. Woran das liegt, vielleicht, dass die Wirtschaft sich jetzt doch nicht so schnell entwickelt oder eben, dass auch viele Menschen sagen, ganz so spannend ist die Stadt jetzt nicht mehr, dass ich mich auf diesen Wahnsinn einlassen muss. Naja, und die Wohnraumkrise hat natürlich auch bundesweit Schlagzeilen gemacht. Ne? Also man weiß halt einfach, in Berlin eine Wohnung zu finden, wird nicht ganz einfach. Ne? Oder vielleicht hat man noch mal in eins der bekannten Wohnungsportale geschaut und so mit seinem Geldbeutel überlegt, was man sich überhaupt mieten könnte und hat dann gemerkt, so, oh, das wird kein Spaß. Also das muss man sich auch nochmal genauer anschauen. Also Berlin ist ja nicht die teuerste Stadt, was das Mieten und Wohnen betrifft. Auch nicht, was das Kaufen betrifft, obwohl die Quadratmeterpreise 4.000 aufwärts, 10.000 findest du auch inzwischen ohne Probleme. Aber die Leute verdienen halt im Durchschnitt auch deutlich weniger als in München, Hamburg, Köln. So, das darf man halt nicht vergessen. Und das vergessen manche, die einfach nur immer diese Mietpreise vergleichen. Es ist in Berlin schwieriger, das Geld zu verdienen, was man in München verdient, um es in die Wohnung zu stecken. Mhm. Und da hat insgesamt die Stimmung in der Stadt ihren Anteil. Große Unternehmen kommen halt nicht so gerne oder sind eben auch gar nicht so gerne gesehen hier. Mhm. Vielleicht nochmal eine große Frage. Wenn du das so schilderst, die Probleme der Verwaltung, die Stimmung in der Stadt, die Leute wollen nicht, dass in ihrem Hinterhof irgendwas verdichtet bebaut wird. Die Politik unterstützt so ein bisschen die Stimmung. Ja, Zuzug haben wir, aber muss auch nicht sein. Hast du da die Befürchtung, dass Berlin so ein bisschen erstickt irgendwann in seiner eigenen Bewegungslosigkeit und in seinem Mief? Also Mief stelle ich eigentlich nicht so richtig fest. Also dafür, ich meine, wir reden jetzt relativ schlecht hier auch wieder unter uns über Berlin, aber wir sind ja aus bestimmten Gründen auch hier. Berlin ist schon auch eine tolle Stadt am Ende aller Enden. Das ist so und die meisten Menschen sind ja freiwillig hier und würden das auch unterschreiben. Für mich ist auch nach wie vor Berlin die Stadt, in der ich, um was Neues zu erleben, gar nicht wegziehen muss, weil es verändert sich einfach ja trotzdem auch wahnsinnig viel immer wieder. Ist es nicht immer nur zum Guten, aber es verändert sich viel, es ist viel Dynamik drin. Aber was in der Tat im Moment fehlt, das ist ein Gefühl dafür, wofür steht diese Stadt eigentlich? Und das hat man immer gekonnt, auch wenn man sich es vielleicht eingeredet hat. Also beispielsweise das Thema Stadt der Freiheit und der Einheit, das hat total zusammengehalten. Das reichte im Grunde genommen auch als Tourismuswerbung. Schaut euch das an, was hier zusammengewachsen ist. Es hat nicht gereicht, um die Olympischen Spiele 2000 nach Berlin zu holen. Da war die Kampagne nur darauf ausgerichtet, Vorbild statt Mauer ist gefallen, Einheit, das hat dafür nicht gereicht, aber als Attraktivität hat es eine ganze Zeit lang gereicht. Mhm. Es kam dieses ganze Thema Clubkultur dazu, das Thema Berlin ist günstig, hat viel Attraktivität ausgelöst, aber das ist alles weg. Mhm. Die Clubkultur ist immer noch vorhanden, aber irgendwann ist jeder mal da gewesen. Mhm. Ja? Und am Führerbunker, den man nicht mehr sieht, ist auch schon mal jeder irgendwann mal gewesen. Mhm. Und Berlin sucht ja so ein bisschen, was ist eigentlich das, wofür wir stehen? Auch der Senat versucht ja gerade über eine große Kampagne diesen Selbstfindungsprozess neu so aufzusetzen. Und das ist in der Tat nicht ganz leicht. Und was die Politik macht, letzter Satz jetzt noch dazu, die versuchen ja diese Trivialisierung, Normalisierung der Stadt in eine andere Bahn zu lenken. Und ich finde diesen Ansatz im Prinzip auch richtig. Mhm. Wenn Berlin den Weg geht, den jede Großstadt dieser Welt gegangen ist, wird die Stadt für die meisten Menschen, die heute noch hier leben, und da rede ich vom Innenstadtring, irgendwann nicht mehr bewohnbar sein. Jedenfalls nicht mit Spaß oder mit Möglichkeiten, da wirtschaftlich halbwegs zu überleben. Mhm. Und ich finde es richtig, dass man überlegt, wie kann sich Berlin anders darstellen. Berlin hat massiv viele Flächen, das stimmt, aber die sind eben in Lagen, wo man im Moment noch nicht so gerne hin will. Auch das wird irgendwann kommen. Also wenn man sich das anschaut, man muss dann nur mal von oben auf die Stadt schauen oder auf ein Luftbild gucken, wie viele Flächen es eigentlich in dieser Stadt gibt. Es ist eigentlich kein Mangel da, aber wer will da hin? Die Leute wollen in den Innenstadtring.
Jetzt würde ich gerne diese beiden Punkte oder diese beiden Themen, die wir gerade angesprochen haben, deine Rolle als Chefredakteur, deine Rolle als Journalist und die Frage nach Berlin und seinen besonderen Herausforderungen mal zusammenführen. Wo würdest du denn da die besondere Rolle des Hauptstadtjournalismus sehen? Natürlich muss Journalismus den Finger in die Wunde legen, wenn bestimmte Dinge nicht klappen. Auf der anderen Seite aber ist es natürlich auch immer so eine Frage, welche Stimmung herrscht denn in einer Stadt? Gibt es eine Aufbruchsstimmung oder gibt es eher sowas wie eine allgemeine Resignation? Wie siehst du da dieses Spannungsfeld als Journalist? Es gibt in der Tat beides. Es gibt eine Resignation bei manchen und es gibt trotzdem auch eine Aufbruchsstimmung in anderen Bereichen. Wenn wir uns den Wissenschaftsbereich anschauen, da steht Berlin ziemlich glänzend da und wird auch von außen unheimlich hoch bewertet. Mhm. Das heißt, da ist tatsächlich ein guter Grund auch zu glauben, da wächst was. Es kommen international hochkarätigste Wissenschaftler gerne nach Berlin. Das war nicht immer so. Mhm. In anderen Bereichen ist es natürlich ganz anders. Also zum Beispiel verstehe ich nicht, wieso man nicht versucht, diesen vielen, vielen Menschen, die in Berufen arbeiten, die innerhalb von 5 bis 10 Jahren von der KI abgelöst werden, Perspektiven zu bieten. Das macht aber keine der in Berlin. Von der künstlichen Intelligenz, also die von Computern und Algorithmen. Warum findet die BVG keine Straßenbahnfahrer? Ja. Ja, Kunststück, weil jeder Straßenbahnfahrer sich ausrechnen kann, wann sein Beruf überflüssig geworden ist. Mhm. Das heißt, da tut sich meines Erachtens viel zu wenig. Da könnte Berlin aber auch ein Vorbild werden. Ja. Die Stadt der Teilung wird zur Stadt des Teilens, wäre auch eine Möglichkeit, dass man sagt, wir geben uns einfach eine neue Aufgabe als Stadtgesellschaft. Ja. Aber das ist eben auch noch nicht wirklich da, dass man das Gefühl hat, da ist wirklich was Greifbares gekommen. Wenn man jetzt aber dieses zusammengeht, so Hauptstadtjournalismus und Image der Stadt, wenn man euer Newsletter zum Beispiel liest, kann man das Gefühl haben, das geht hier noch 30 Tage gut und dann gehen aber auch die Lichter aus. Malt ihr das Bild zu schwarz? Also das war ja der Teil, worauf du auch eben abzieltest. Wir tun es ja auf eine ironische Art und Weise und wir spielen natürlich auch mit dem Gegenteil. Das heißt, wir haben eine ständige Rubrik, die heißt Amt aber glücklich. Das heißt also, dieses Image, wenn du da reingehst, bist du verloren, brechen wir auf, indem wir den Leuten die Möglichkeit geben, uns zu sagen und wir veröffentlichen das, da bin ich total gut bedient worden. Und das kommt ja jeden Tag kommt das vor. Das bringen wir natürlich auch. Aber jetzt wisst ihr auch, wenn man jeden Tag schreibt, alles ist super, dann schaut sich es auch keiner an. Natürlich will man sich auch ein bisschen wiederfinden in seinen Problemen, die in der Stadt herrschen. Aber das Problem ist uns durchaus bewusst, dass wir natürlich, so wie die anderen Kolleginnen und Kollegen auch, an dem Bild mitzeichnen. Man kann sich selbst verstärken in einer Gruppe ins Negative, man kann es aber auch ins Positive drehen. Deswegen bringen wir auch als Tagesspiegel insgesamt schon auch viel, viel andere Punkte rein, die eben auch wichtig sind. Dazu gehört beispielsweise immer mal wieder zu schauen, wie schauen andere auf diese Stadt. Also ich habe jetzt vor ein paar Monaten einen Riesenbeitrag auch gemacht. Stimmt unser Selbstbild eigentlich? Und habe x Beispiele dafür gefunden, wo international Berlin für Dinge gelobt wird, die wir viel zu wenig wahrnehmen. Wissenschaft zum Beispiel spielt dabei eine große Rolle. Oder die vielen Grünflächen in der Stadt. Ne? Die vielen Grünflächen in der Stadt. Im Vergleich zu New York zum Beispiel. Also die Wohnqualität ist im Vergleich zu vielen anderen Städten einfach sehr, sehr gut. Ja. Und wir wissen, was wir alles noch besser machen könnten. Aber wenn jemand, also wir sind, von den Briten werden wir für unser Verkehrssystem gelobt. Und wir sehen jeden Tag irgendwie, dass die S-Bahn schon wieder ausgefallen ist. Da ist natürlich eine Diskrepanz. Und man muss immer wieder versuchen, diesen Nahblick auch aufzuweiten mit einem Fernblick. Ein anderes Beispiel, wir machen einmal im Jahr einen Riesenkongress in der Humboldt-Uni vom Tagesspiegel aus, der heißt Creative Bureaucracy. Mhm. Das heißt, da wird 2 Tage lang intensiv drüber nachgedacht, wie kann man Verwaltung, wie kann man Bürokratie aufbrechen, modernisieren. Technisch, was Software betrifft, aber was Menschen betrifft, wie kann man Menschen begeistern für diesen Beruf, wie muss man Strukturen verändern, das findet jedes Jahr statt und da kommen Bürgermeister aus ganz Deutschland, da kommen Softwareunternehmen, da ist die ganze Berliner Politik da, da wird intensiv drüber gesprochen, was können wir besser machen. Mhm. Das sind auch Impulse, die wir geben wollen, weil wir leben in dieser Stadt, wir arbeiten in dieser Stadt, wir wollen, dass es der Stadt gut geht und besser geht. Aber vielleicht doch nochmal so die Nachfrage, also das Stichwort AfD ist ja gerade auch schon von dir gekommen, nämlich mit der Überschrift, mit denen wollt ihr auf jeden Fall keine Werbegeschichte
Geschäfte machen. Ein ganz zentrales Narrativ, aus dem sich rechte Parteien bedienen oder dessen sich rechte Parteien bedienen, das ihnen auch hilft bei Wahlen, das ist ja das Narrativ, dass der Staat es einfach nicht schafft. Der Staat versagt, die Verwaltung versagt. Wir haben vor einiger Zeit ein Interview geführt mit dem Chef von Exit, das ist eine Organisation, die Nazis beim Ausstieg hilft, Bernd Wagner, und er sagt, das Versagen des Staates oder jedenfalls die Wahrnehmung, dass der Staat seine Aufgaben nicht wahrnimmt, das spiele eine ganz zentrale Rolle bei der Radikalisierung, bei Islamisten, aber eben auch bei Nazis. Wie geht man denn als Journalist damit um, dass man auf der einen Seite natürlich kritisieren muss, wenn was schief geht, auf der anderen Seite aber vielleicht ja diesen Spin nur nicht gerade fahren will, ne? Dass alles Murks ist, was Berlin tut. Aber also wenn wir das weiterdenken, dann sind wir wirklich in der DDR. Ja, dass man also die Sachen schön schreibt oder das Schlimme nicht beschreibt, das kann ja keine Lösung sein. Nee, das kann die Lösung muss ja sein, Frage, wie gehen wir damit um? Ja. Die Lösung muss ja sein, dass wir insgesamt als Gesellschaft, die ein Interesse hat an der demokratischen Gesellschaft, sich überlegt, was können wir verbessern. Es wird keiner bestreiten, dass auch die etablierten Parteien in einer völligen Orientierungslosigkeitsphase sind. Die wissen auch nicht genau, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen. Aber keine Lösung wäre, das alles gut zu beten. Und das tun wir ja auch in der doppelten Funktion. Also wir haben beispielsweise vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren angefangen, den Zustand der Schulen in Berlin jeden Tag an Beispielen zu zeigen, so lange, bis es den Leuten aus den Ohren rausgekommen ist. Und die Eltern und die Lehrer und zum Teil die Schüler haben gesagt, endlich wird das mal auch zum großen Thema. Und jetzt ist es ein großes Thema geworden. Es gibt Fonds vom Senat, die sich damit beschäftigen, diesen Schulaufbau zu machen. Jetzt könnte man sagen, vielleicht hätte es auch so geklappt, ohne mediale Unterstützung, aber vielleicht hätte es erst 5 Jahre später geschafft. Das heißt, ich glaube schon auch durchaus an die Wirkung von Kritik, auch im Sinne einer Selbstvergewisserung, was wollen wir machen, in welcher Priorisierung wollen wir das machen. Wir haben in der Lage öfter, das ist jetzt noch ein anderes Thema, gerade auch darüber geredet, wie sich das Debattenklima so verändert. Jetzt bist du seit 15 Jahren Chefredakteur, 25 Jahre beim Tagesspiegel. Wir haben in den letzten Tagen vor allen Dingen so eine Diskussion auch in den Medien erlebt. Gibt es die Meinungsfreiheit noch? Stirbt die Meinungsfreiheit? Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr? Wie ist dein Blick darauf? Ich halte die Meinungsfreiheit ehrlich gesagt überhaupt nicht für in Gefahr. Es hat ja jeder eine Meinung. Man kann sie auch äußern. Man kann sie auch äußern. Man darf nur nicht, also Meinungsfreiheit damit verwechseln, dass man seine Meinung äußern darf, ohne dass man dafür eine Kritik bekommen kann. Also das geht nicht. Man kann nur beides haben. Meinungsfreiheit heißt aber auch, dass man sich selber kritisieren lassen muss für seine Meinung. Als Chefredakteur sehe ich meine Aufgabe auch nicht drin, meine Meinung durchzudrücken, sondern einen Diskurs zu organisieren. So. Und das heißt, dass man nicht nur schreibt und redet, sondern dass man liest und zuhört. So, das ist letztlich unsere Aufgabe als Journalisten, das zu organisieren. Und wenn wir merken, dass das völlig aus dem Ruder läuft, beispielsweise in unserer Community, also wir haben ja eine moderierte Community auf tagesspiegel.de, das heißt, wir veröffentlichen auch nicht jeden Krams, den wir nach unseren Kriterien, die sich meistens an rechtsstaatlichen Geschichten orientieren, aber eben manchmal eben auch einfach am guten Geschmack, aber in der Regel veröffentlichen wir Sachen, auch wenn sie hart sind, solange sie zulässig sind. Wir sind dazu übergegangen, Leute einzuladen, zu kommen. Und mit Politikern zu diskutieren, die sie übelst beschimpfen. Wir hatten das mit Raed Saleh, mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, der sich explizit gegen einen Hauskauf durch die AfD auf dem Gelände des früheren Hess-Gefängnisses ausgesprochen hat. Der ist ganz, ganz übel beleidigt worden. Also Rudolf Hess, Stellvertreter von Hitler. Genau, der hat ja saß lange, lange, lange in Berlin im Gefängnis, bis er dann gestorben ist. Und das ist ja so ein Pilgerort für Nazis ausgerechnet. Da wollte die AfD auf dem Gelände halt ihr neues Vereinsheim errichten. Und dann am Ende noch so eine Rudolf Hess Gedenkstätte, ja, so irgendwie im Atrium unten. Ja. Man kann sich's vorstellen. Ja. Wir haben zusammen mit Raed Saleh, mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, gesagt, pass auf, wir laden die Leute ein, weil der hat sich wahnsinnig geärgert. Der hat gesagt, ich möchte mich mit denen auseinandersetzen, aber die treten unter anonym auf. Und dann haben wir eine Veranstaltung gemacht und haben gesagt, bitte kommt, jetzt könnt ihr das die mal selber sagen. Und es ging hoch her. Und die hatten am Ende natürlich nicht alle eine Meinung, aber die waren viel, viel zivilisierter im Umgang miteinander und haben alle hintereinander gesagt, das war aber gut, dass wir mal drüber geredet haben und uns angesehen haben. Ich stelle das auch selber fest. Ich kriege ja ganz viele Mails von Menschen, auch die mich beschimpfen, beleidigen, die mir drohen und so weiter und so fort. Wenn ich denen antworte,
Also ich sortiere jetzt mal die übelsten Rassisten, Homophobiker und Nazis raus. Aber wenn ich den Leuten antworte und sage in einem vernünftigen Ton, vielen Dank für Ihre Mail, ich bin ganz anderer Meinung als Sie, wissen Sie wahrscheinlich, aber ich finde interessant, dass Sie sich gemeldet haben. Wenn Sie Interesse an einem zivilisierten Austausch haben, melden Sie sich gerne. Manchmal schreibe ich sogar meine Telefonnummer hin. Ich kriege immer die Antwort: Sehr geehrter Herr Marold, es tut mir wirklich leid für meinen Ton. Wenn ich gewusst hätte, dass es sie gibt, überhaupt einer liest oder zuhört, hätte ich mich selbstverständlich anders ausgedrückt. Aber, und dann kommt das Argument nochmal in einer zivilisierten Form. Und das finde ich toll. Mhm. Also man merkt, dass, wenn man den Leuten das Gefühl gibt, wir hören dir zu, wir lesen das, was du schreibst. Du bist nicht irgendwer, sondern wir nehmen dich ernst. Dann kommt man auch ins Gespräch. Nicht mit jedem, das ist auch völlig klar, aber mit sehr viel mehr Menschen, als ich manchmal denke, dass die meisten glauben. Also ich würde mal annehmen, dass die Menschen, die da so schreiben, das sind ja wahrscheinlich eher so die, die man so etwas scherzhaft als besorgte Bürger beschreibt. Ne? Das sind ja, denke ich mal, in der Regel keine harten Nazis, sondern einfach Menschen, die wütend sind über irgendetwas, was sie jetzt gerade erregt. Und das ist da dann wiederum auch so ein persönlicher Austausch, wo man vielleicht tatsächlich nochmal was aufbrechen darf. Wie sieht es denn aus in großen öffentlichen Foren? Also macht es Sinn, mit führenden Vertretern von rechtsradikalen Parteien sich hinzusetzen? Macht es Sinn, wie deutsche Talkshows zum Beispiel Podien bieten? Oder ist das gefährlich? Es ist schwierig, da eine ganz klare Haltung widerspruchsfrei durchzuziehen. So. Das fängt schon an mit dem Thema Podium bieten. Als Journalisten ist es natürlich unsere Aufgabe, auch da zu recherchieren. Und recherchieren heißt Fragen stellen und mit den Antworten umgehen. Das heißt, die Haltung, die wir als Geschäft haben, dass wir sagen, wir machen keine Geschäfte mit der AfD, wir nehmen keine Anzeigen, lässt sich nicht widerspruchsfrei durchhalten für uns als Journalisten. Mhm. Ich für mich entscheide das nach mehreren Kriterien, ob ich das tue oder nicht. Ich mit bestimmten Menschen möchte und werde ich auch als Journalist nicht sprechen. Mhm. Wenn das andere tun, ist das für mich aber auch in Ordnung. Wir haben ja oft die Situation, dass wir die Wähler und Wählerinnen von diesen Parteien gleichsetzen mit den Parteien, obwohl wir eigentlich wissen, dass es nicht so ist. Das heißt, eigentlich müsste der Ansatz sein, diese Menschen zu erreichen. Und die erreiche ich nicht dadurch, dass ich mit den Menschen, die die gewählt habe, ausführliche Interviews in der Live-Talkshow führe. Das heißt also, mein Ansatz wäre eher, mich auf die Menschen einzulassen, die AfD oder andere wählen, um zu ergründen, warum tut ihr das? Weil die meisten nehmen für sich in Anspruch, wir sind keine Nazis, wir sind keine Rassisten. Mhm. Da kommt das Aber. Und dann muss man einmal tief durchatmen und dann muss man sagen, das würde ich keinem Politiker durchlassen, dieses Aber. Mhm. Aber den Menschen, die wählen, unter Umständen schon. Mhm. Und das finde ich halt wichtig im Blick zu behalten. Ich würde viel, viel lieber auch öfter auf Bühnen mich mit Menschen auseinandersetzen, die Probleme haben. Mhm. Und das sind ja oftmals nicht irgendwie, das Ausländerflüchtlingsthema ist ja oft nur ein Vehikel dafür, dass ihnen ganz andere Sachen nicht gefallen. Ja. Was lernst du denn daraus? Also wenn wir jetzt uns dieses Klima angucken und wir haben diese Anfeindungen, wir haben irgendwie Übergriffe, wir haben Leute, die von Vorlesungen abgehalten werden. Was machst du dir für einen Reim auf dieses Klima? Wie soll man damit umgehen? Also wir haben ja in der Lage auch darüber geredet heute gerade und da, denke ich, haben wir auch diese Differenzierung gemacht, dass man die Vertreter von Parteien und Parteien anders behandeln sollte als ihre Wähler und Wählerinnen. Mhm. Trotzdem gibt es ja diese wirklich scharfen Debatten und verletzenden Angriffe in dieser Debatte. Wie soll man damit umgehen? Alle einladen? Zum Gespräch? Wen jetzt einladen? Jeder, der sich da hasserfüllt auf andere loslässt. Nö, das muss man ja auch gar nicht, glaube ich. Also du hast jetzt angesprochen Hochschulen. Ich hatte in dem Moment auch an den Lucke-Fall gedacht. Da habe ich mir auch, also als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, meine Güte, in den 80er Jahren ist das auch immer mal wieder vorgekommen an den Unis und davor auch. Da war ich noch nicht an der Uni, aber da hat Adorno irgendwie von den linken Faschisten gesprochen und die Welt hat sich weiter gedreht und jetzt kann Lucke gestern oder vorgestern seine Vorlesung halten und dann Habermas noch einer. Habermas von den linken Faschisten oder Adorno? Wie bitte, was Habermas? Ich glaube Habermas. Was, aber egal. Anyway, genau. Also irgendwie linke Faschisten jedenfalls. Ja. Einer von den Frankfurtern. Irgendwas kam da von den Frankfurtern, genau.
Das kann man auch mal aushalten, finde ich. Und in der Regel ist es so, dass das relativ schnell danach auch wieder in sich zusammenfällt. So. Und natürlich muss eine Hochschule ein Ort bleiben, an dem jemand wie Lucke eine Vorlesung halten kann. Das finde ich völlig in Ordnung. Das war Jürgen Habermas, ja. Das anyway. Ist der Vorteil von Google. Was hat denn Adorno zu dem Thema gedacht? Das kläre ich jetzt. Bitte mal klären. Linker Faschismus der APO, das war 1967 Jürgen Habermas. Okay, ja. Anyway. Ja, gut. Ja. Also Adorno, aber bitte nochmal googeln, das garantiert auch irgendwas in der Richtung raus. Also ich habe mit Barbarowski vor kurzem mal einen Austausch gehabt über Mail. Historikprofessor. Das ist ein Professor an der HU, der von vor allen Dingen linken und zum Teil auch ultralinken Studentinnen und Studenten massiv angegangen wird, dessen Vorlesungen über eine längere Zeit massiv gestört wurden. Und Ausgangspunkt war seine Haltung, was das Thema Flüchtlingspolitik betrifft. Und ich habe bei dem den ganz festen Eindruck, dass der nach rechts gedrängt wurde. Und es gab einen Punkt, bei dem man mit dem noch einen vernünftigen Diskurs führen konnte. Der ist aber zerstört worden, dass in der Mitte der Gesellschaft und auch der Studierendenschaft nicht geschafft wurde, dem die Möglichkeit zu geben, auch mal auszureden. So, das heißt, wir haben schon die Tendenz, dass kleine Minderheiten tatsächlich Diskurse auf eine Art und Weise bestimmen, die eigentlich ihnen in dieser Form nicht ganz zusteht, was die Menge betrifft. Und da würde ich mir schon wünschen, also ich finde es völlig in Ordnung, meine Vorlesung zu sprengen, ganz im Ernst. Und ich finde es auch total okay, meine Kreuzung zu besetzen. Ich finde, das gehört irgendwie zu einer offenen Gesellschaft dazu. Das ist ja auch demokratisch. Aber lass mich mal ausreden. Ja. Also, ja. Aber ich glaube, dass man am Ende auch wirklich dahin kommen muss, dass man sich auch austauscht in einer Form mit Menschen, die ganz andere Meinungen haben als man selber. Und sich nicht immer nur einreden lassen sollte, man darf mit den Menschen nicht reden. Ich glaube, das führt nicht dazu, dass es in diesem Land weniger Rassismus gibt, weniger Menschenfeindlichkeit auf allen möglichen Ebenen. Das ist, glaube ich, auf Dauer kein guter Weg. Naja, das spiegelt so ein bisschen das, was wir heute in der Lage hatten, dieses eine Zitat von dem Sprecher von Greenpeace, der alt auch sagte, also die Frage war, ja, wie soll man denn dann mit rassistischen Äußerungen umgehen und Beschimpfungen von Leuten? Und dann hat er gesagt, na Gegenfrage, was sollen wir denn mit denen machen? Einsperren, anzeigen. Sein Argument war, wenn man sich seiner Sache sicher ist und von seinen Werten überzeugt ist und Argumente hat für seine Sache, kann man eigentlich erstmal durchatmen und sich der Debatte stellen und sagen, dann reden wir darüber. Also ich glaube, man muss auch da so ein bisschen Flexible Response als Taktik wählen. Wenn ich in einer Podiumsdiskussion sitze und jemand so eine rassistische Äußerung macht, dann kann ich gegenargumentieren, aber ich kann auch einfach aufstehen und gehen und sagen, ich nehme an keinem Podium teil, an dem rassistische Äußerungen fallen. Punkt aus Feierabend. Das geht auch. Es könnten auch mal alle aufstehen. Oder ein Moderator, eine Moderatorin einfach sagen, tut mir leid, hier ist die Veranstaltung beendet oder sie verlassen jetzt den Raum. Das muss man einfach, glaube ich, dann tun. Und das geht auch. Was die Frage betrifft, mit wem redet man oder nicht. Ich habe ja gesagt auch, dass ich das individuell kläre. Ich schaue mir schon, bevor ich mit Menschen rede, an, was haben die alles von sich gegeben. Mhm. Ja, und es gibt eine ganze Reihe von Politikern, da sage ich einfach auch vielleicht mit der Arroganz des Alters, ich habe schon so viele Jahre Journalismus gemacht, ich muss einfach auch nicht mehr mit jedem reden. Ja. Und deswegen glaube ich, wir beschäftigen uns viel zu viel mit diesem Thema. Wir müssten, glaube ich, viel natürlicher einfach damit umgehen. Wenn ich in der Kneipe mit jemandem diskutiere und der wird plötzlich rassistisch auffällig, da sage ich doch auch nicht noch zwei Bier bitte. Mhm. So. Ja, wenn der aber nicht meine Meinung vertritt, dann sage ich vielleicht gerade noch zwei Bier bitte. Das klären wir jetzt mal oder reden drüber. Ich glaube allerdings, und das ist eine These, die uns übrigens neulich ein Hörer mal in die Kommentare zur Lage der Nationen gepastet hatte mit einem Verweis auf ein YouTube-Video. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es sich lohnt, mal zwei Minuten drüber nachzudenken, mit welchem Interesse eigentlich Menschen in Diskussionen reingehen. Ne? Also so die klassisch liberale, bürgerliche Idee, wenn man in eine Diskussion geht, ist ja, wir tauschen
jetzt Argumente aus und wir versuchen alle quasi in unserem Erkenntnisprozess voranzukommen und wir versuchen gemeinsam zu einer möglichst optimalen Lösung zu finden. Das ist so die Grundidee von Diskurs, deswegen tauscht man sich aus. Das ist ja auch das Bild von Diskurs, das zum Beispiel der Meinungsäußerungsfreiheit zugrunde liegt. Die These in diesem YouTube-Video war allerdings, das ist gerade nicht die Idee, mit der Rechtsnationale oder Rechtsextreme in Diskussionen reingehen. Da geht es nämlich gerade nicht um einen Austausch von Argumenten, um tatsächlich zu einem Erkenntnisfortschritt zu gelangen, sondern da geht es einfach nur darum, möglichst viele, möglichst polarisierende Thesen in den Raum zu stellen, weil diese Polarisierung natürlich zu einer Emotionalisierung führt, die dann wiederum Menschen überzeugen kann, dass dieser rechtsradikale Weg möglicherweise ein richtiger Weg ist oder dass jedenfalls diese Kritik berechtigt sein könnte. Und wenn man das mal zugrunde legt, dann ist natürlich jeder Diskurs mit solchen Menschen extrem gefährlich, ne? Weil man damit automatisch im Grunde so ein bisschen die Werbetrommel rührt für sie oder jedenfalls das Risiko eingeht, dass Menschen davon beeindruckt werden. Es gibt ja Schriften aus dieser Ecke, die genau diese Taktik auch beschreiben. Mhm. Insofern ist da natürlich was dran, das ist ein Versuch. Aber wenn wir uns beispielsweise Frankfurter Buchmesse anschauen, ja, ehrlich gesagt, das ist ein Fall, wenn die da ihre Stände hätten und keiner würde Randale machen, würde überhaupt keiner mitkriegen, dass die da ihre Mikrostände hätten. Ja. So, das ist so ein Fall, wo ich glaube, dieses kein Platz hier, dass das kontraproduktiver ist. Da kommt immer das Normalisierungsargument. Das ist dasselbe Argument wie Podium bieten. Wir bieten rechtsnationalen Verlagen auf der Buchmesse Platz. Wir koalieren mit der AfD und irgendwann ist das alles normal. Irgendwann haben wir uns dran gewöhnt, irgendwann regt sich keiner mehr auf. Das ist die Frage, was alles ist normal? Und ich glaube, dass man da, es gibt ja ganz klare Kriterien, wo man sagen kann, das gehört nicht mehr dazu. Und da würde ich auch eine ganz, ganz, ganz klare Grenze setzen. Aber da gibt es einen Korridor, weil auf den sich zwei Menschen wahrscheinlich nicht hundertprozentig einigen können, wo ist der Punkt, wo es nicht mehr normal ist. Aber das gehört, glaube ich, zur zivilen Gesellschaft dazu, dass man sich über den auch immer wieder neu verständigen muss, neu ausdrücken muss. Ich glaube zum Beispiel im Zusammenhang mit 2015 und den Folgen, wobei ich sehr, sehr entschiedene Haltung habe, was die Politik der Bundesregierung betrifft, Klammer auf, ich fand sie bombenrichtig bis heute und ehrlich gesagt kaum anders in der Situation machbar. Aber es ist auch echt viel Hysterie drin gewesen, was die Auseinandersetzung mit Kritikern dieser Flüchtlingspolitik betraf. Mhm. Und das war nicht gut im Nachhinein. Das muss man einfach, also aus meiner Sicht würde ich sagen, da hätte man viel, viel mehr offensiv auch in Diskussionen gehen müssen. Also Hysterie in dem Sinne, dass Menschen einfach quasi mit dem Nazi-Vorwurf quasi aus dem Diskurs ausgeschlossen wurden. Nach dem Motto, wer das jetzt kritisiert, ist Ausländerfeind und mit dem rede ich nicht. Das wäre jetzt in Form von Hysterie oder okay. Ja, also ich habe da eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, auch in den Kommentaren zur Lage, ja, wo dieses Grenzöffnungsargument, dieses Rechtsbruch, Verfassungsbruchargument ja auch immer wieder mal kommt, einfach zu fragen, ja, was soll man denn eigentlich machen? Was hätte man denn ganz konkret und praktisch, nicht in der großen grauen Theorie, was hätte man ganz konkret praktisch machen sollen an Angela Merkels Stelle? Und dann kommt immer grenzendicht. Ja? Und dann frage ich ja, wie denn genau? Also Deutschlands Außengrenzen sind etwa 4000 Kilometer lang. Was denn konkret? Ja, also das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo ich glaube, dass dieses Nachfragen, ja, was meinen Sie denn konkret, tatsächlich funktionieren kann. Da kommt man nämlich sehr schnell an den Punkt, wo dann sachlich die Diskussion auch beendet ist irgendwo. Ne? Ja. Das ist, wenn wir über Diskurskultur sprechen, hattest du ja vorhin auch gefragt, das ist, glaube ich, eines dieser Hebel und gleichzeitig das größte Problem, dass man sich immer gegenübersteht und sich immer wieder gegenseitig dasselbe Argument sagt. Und das sieht man ja auch in diesen Talkshows. Deswegen sind die ja so ermüdend. Man hat ja nicht viel Zeit. Die Leute werden darauf geimpft, dieses Argument zu strapazieren. Aber natürlich kommt man ja keinen Millimeter weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem von Tempo, von Verdichtung von Zeit, dass sich immer mehr Menschen immer weniger Zeit nehmen, sich mal intensiv auch mit Argumenten zu beschäftigen und nicht nur mit der Oberfläche von Argumenten. Ja, aber ich finde auch den Hinweis, den Ulf gemacht hat mit diesem Interesse eigentlich recht inspirierend und weiterführend. Ich muss da immer wieder an diesen Fall denken, hatten wir auch in der Lage, wo Leipzig, Dresden, ein Minister vor dieser Frau stand, die ihn wütend angebrüllt hat. Ich glaube, es ging um diese Busse. Da ist ein Mahnmal aufgestellt worden mit diesen Bussen aus Syrien, so ein Kriegsmahnmal. Und da gab es Diskussionen. Und die Frau hat getobt. Die hat ihm alles Mögliche an den Kopf geworfen. Und der Minister, Namen weiß ich jetzt nicht, stand nur da und war sehr passiv und hat
irgendwie so gesagt, jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden und Sie hören mir ja gar nicht zu. Und wenn man da mit dieser Frage rangegangen wäre, was ist das Interesse dieser Frau gewesen? Was wollte die? Was war ihr Anliegen? Ich glaube nicht, dass das Anliegen war, den zu überzeugen und jetzt Argumente für oder dieses Denkmal zu geben, sondern sie wollte, ne, das, was du auch beschrieben hast in diesen Diskussionen, gehört werden, ernst genommen werden. Wenn der gesagt hätte, hören Sie mal zu, hier ist jetzt gerade nicht das richtige Moment, wollen wir uns nicht mal eben da rüben ins Café setzen, ich bestelle Ihnen einen Kaffee und wir nehmen uns mal eine Stunde Zeit und Sie erzählen mal, was Ihnen auf dem Herzen liegt, dann wäre der Ton ein anderer gewesen, weil ihr Interesse war, nicht ihn zu überzeugen, sondern sie wollte gehört werden, sie wollte ernst genommen werden, und wenn er das gemacht hätte, erst dann wäre man bei der Argumentationsebene gewesen, wo man in einem Modus ist, überhaupt über Argumente zu reden. Genau, also wir es sind oft keine Argumente, sondern es ist eine Oberfläche von Argument. Und das reizt natürlich zu dem Replay in der gleichen Art. Das halte ich auch für ein Riesenproblem. Und deswegen glaube ich, dass so Projekte wie Deutschland spricht. Ist das gut, ja? Läuft das? Das läuft. Man erreicht damit nicht den, also, den Extremen. Zeit verkuppelt von Leute unterschiedlicher Position, genau, das ist eine Initiative von Zeit Online gewesen, das mittlerweile mehrere Medien, große Medienunternehmen auch machen. Matcht quasi Tinder-mäßig zwei Menschen mit extrem unterschiedlichen Auffassungen. So, und natürlich ist nicht jedes dieser Gespräche erquicklich, aber das, was man beobachten konnte, war, dass in der Tat viele Menschen es genutzt haben, intensiver miteinander zu reden, und tatsächlich viele auch gesagt haben, dass sie ein bisschen besser verstehen können, was den anderen betreibt und umtreibt. Und das ist ja genau der Sinn solcher Gespräche, dass man sich auch mal in die Lage selbst versetzt, wie sieht denn der andere das? Und das ist ja eigentlich was ganz Normales, und das ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. Ja, und ich glaube, das ist auch die Konkretisierung der Frage der Floskel ernst nehmen. Ja. Das heißt ja immer, ja, wir müssen die ernst nehmen, wir müssen die ernst nehmen. Und dann fragt man sich immer, was heißt denn das? Und ich glaube, ernst nehmen heißt Zeit nehmen. Und ernst nehmen heißt, zumindest den Versuch zu unternehmen, sich in den anderen reinzuversetzen. Das heißt, erstmal den als Menschen zu respektieren und dann anfangen, sich damit zu beschäftigen, was sagt er. Und nicht nur siegen zu wollen. Ne? Ja. Ich würde also denken. Ja, hast du noch was auf der Seele? Manchmal ist es ja so, also bei so Podcasts ist ja dann so, oder sagen wir mal so, bei normalen Radiosendungen ist das dann so, da ist die Zeit dann um, 59 Minuten, 50 Sekunden, danke, Bing Bong, Nachrichten. Und dann nehmen alle die Hörer ab, die Kopfhörer ab, und dann lehnen sich alle zurück und dann sagt man, Mensch, ah, das war ja auch ganz interessant, aber was noch gefehlt hat, da fällt mir noch ein, ach ja, da habe ich auch noch was gesehen. Und deswegen mache ich bei Podcasts das ganz gerne so, dass man sagt, so, eigentlich ist hier jetzt das Ende, genau, aber wir drücken noch nicht auf Stopp. Sondern wir tun jetzt mal so, als wäre es das Ende, und dann gibt es so eine, dann lehnt man sich so zurück und alle denken so, ja, okay, reflektieren noch mal kurz schon und so, und aber dann, ja, dann laberababa, das durch Wetter. Fußball, Wetter. Wir haben noch ein bisschen Platz im Server. So, keine Ahnung. Ja. Also es gibt einen Abgeordneten in Berlin, den Sven Kohlmeier, der am Ende jeder seiner Anfragen, seiner schriftlichen Anfragen steht immer, gibt es aus Sicht des Senats dem noch etwas hinzuzufügen. Das finde ich ja sehr schön. Und das ist ich frage das bei Interviews immer. Am Ende haben Sie noch was, was Sie mal loswerden wollen. Und manchmal, dann kommt halt irgendein PR-Sprech oder so. Aber manchmal kommt bei den Leuten irgendein Anliegen, wo man denkt, den Aspekt, den habe ich überhaupt noch nicht auf dem Zettel. Stimmt, ich könnte die Leute noch bitten, ein Checkpoint-Abo abzuschließen jetzt. Yeah. Da müsstet ihr aber den Werbung-Jingle noch mal kurz. Und ihr müsstet mir bitte vorher sagen, was es kostet. Achtung. Vorher sagen, was es kostet. Achtung. Werbung. Guten Tag, mein Name ist Lorenz Marold. Ich bin Autor und Herausgeber des Checkpoints, Berlins bestem Newsletter, Morgen-Newsletter, jetzt für nur 5 Euro im Monat beim Jahresabo. Checkpoint.tagesspiegel.de. Sehr schön. Werbung. Ja, ja. So viel dazu. So viel dazu. In diesem Sinne würde ich sagen. Die Rechnung kommt dann später. Ja. Die Rechnung kommt, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, ganz herzlichen Dank an Lorenz Marold. Danke euch. Vielen Dank, dass du mit uns diskutiert hast. Ja, das war die Lage Spezial, die erste Lage Spezial in dieser kleinen Herbstreisepause. Schön, dass ihr dabei wart. Wir danken fürs Zuhören. Klickt euch unter lage.live-Tickets für die Lage live in Leipzig und für die Lage live in Köln. Jawohl. Wo findet das denn statt in Köln? Wie bitte? Wo ist denn das in Köln? In der Flora. Oh,
Schön. Das, ja, wir haben extra. Ja, da, wo die Grimme- und Online-Preise immer gegeben werden. Ja, ja, also wir, also Stichwort Preise, also wie gesagt, ihr müsst kommen und ein Ticket kaufen, sonst stehen wir da und zahlen nur noch die Rechnung. Also ist nicht ganz billig, aber ein ganz schöner Raum. Ja. Oder kennst du den? Die Flora. Ja, ja, klar. aus der Jury. Grimme Online. Ah. Und der Checkpoint selber ist ja auch mal mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden, 2015. Und das fand auch dann immer in der Flora statt. Naja. Also. Guter Ort, kann ich nur empfehlen. Ja. Da lohnt sich schon der Eintritt. Ne? Ja. Also wie teuer guter ist Ort, das? Gerne wieder, sagen genau. Wir. Genau, wir nehmen 24 Euro für die, die zuerst rein wollen und 19. 25. Wir nehmen 25 für die, die zuerst rein wollen und 19, die danach kommen. Und die zu spät kommen, bezahlen dann gar nichts mehr. Zu spät kommen? Zu spät kommen. Nein, die machen nur Vorverkauf. Ja. Kommen ja auch keine Berliner. Nee. Wenig wahrscheinlich. Wenig wahrscheinlich nach Köln nicht. Die Berliner können stattdessen nach Leipzig fahren, genau. Wenn sie Lust haben. Das ist nämlich fast nur noch eine S-Bahn-Fahrt. Kommt nach Leipzig, 14. Dezember. Nehmt eine kleine Auszeit von der Weihnachtszeit und klickt euch ein Ticket auf lage.live. So, und jetzt aber. Jetzt haben wir es. Bis dann. Tschüss.